Irgendwas wollte er gerade noch sagen. Geile Blutanimation. Der Hammer. Oh. Ist es. Ach so, stimmt. Das ist ja Samael, der eingesperrt ist. Hat er ja gesagt. Der gute Willgrim. Dann. Oh. It's happening. Krieg, bist du hier, um den Henker zu spielen? Sie hätten euch alle vier schicken sollen. Ich habe nicht vor, dich zu töten, Samael. Der Zerstörer ist außerhalb deiner Reichweite und außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Vielleicht gibt es einen Weg, aber dafür musst du in den Turm des Zerstörers gelangen. Doch leider... Sieht ein bisschen aus wie Steppenwolf. ...von vier seiner Auserwählten bewacht. Bring mir ihre Herzen und stell keine Fragen. Die Gründe für meine Hilfe gehen dich nichts an. Wo kann ich diese Wächter finden? Suche zuerst die Zwielichtkathedrale, in die sich die Fledermauskönigin Tiamat zurückgezogen hat. Doch ihre Wohnstadt ist nichts als ein Inferno. Über das Land wirst du es niemals erreichen. Suche hiermit den Hohen Order und bring mir ihr noch schlagendes Herz. Samael, die coole Sau. Sieht ein bisschen aus wie Steppenwolf und... Ah, Gefängnisausbruch, Erfolg. Schattenflug. Diese übernatürlichen Flügel ermöglichen es, Krieg vorübergehend durch die Luft zu gleiten. Halten Sie nach einem Doppelsprung Leertaste gedrückt, um den Schattenflug zu aktivieren und zu gleiten. Gleiten Sie in Schattenströmung hinein, um Auftrieb zu bekommen und höher zu gleiten. Wie sehen die denn aus? Das ist die Frage. Das ist ein bisschen wie beim Dämonenjäger. Wir sind ja auch irgendwie ein Dämonenjäger. Ah, Moment, haben wir nicht so ein Leuchten unten gesehen? In dem Lavastrom. Schattenflug. Aktivieren Sie Kriegsschattenflug in einer Schattenströmung. Ja, das hatten wir gerade. Hier unten. Dort. Das könnte sehr interessant werden. Wir gucken da gerade mal. Wir haben nicht mehr viel live. So, eine Sache wollte ich vorher nochmal gucken. Und zwar... Ah, okay, hier sieht man jetzt... Es hat sich wieder ein bisschen gefüllt. Das ist sehr gut. Okay, wenn wir da runterspringen... Geht das? Einfach so? Okay. Wir sind verbrannt. Ich wusste nicht, dass es nur eine bestimmte Reichweite hat. Wie sollen wir das dann denn machen überhaupt? Ich glaube tatsächlich, dass man von dort kommt. Frage ist, wie kommt man überhaupt da runter? Oder? Irgendwas da drin? Hm. Wenn's nochmal. Okay, irgendwas war da gerade in der Kiste. Frage ist, warum zur Hölle sind wir... Na gut. Es passiert auf jeden Fall nicht das, was ich vorhatte. Einmal probieren wir es noch. Und dann, ja, mein Gott, gehen wir halt erstmal weiter. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Unsere Flügel ein bisschen geupgradet sind, wenn das geht. Ich weiß es nicht. Da warten schon überall die Mannequins. Probieren wir es mal anders. Das war... Warum...
Okay, ein einziges Mal noch. Nein! Wir haben kein Life mehr. Fuck! Okay. Vielleicht sollten wir es nicht übertreiben. Nun gut. Geh mal zurück. Das nehmen wir mit. Einmal nur das Prinzip. Die Frage ist jetzt, oh Gott, das überleben wir doch niemals. Gib mir Life, gib mir Life. Okay, das hilft uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Ich drück doch ausweichen, Mensch. Nein, 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 nein. Die Flügel gefallen mir. Was? Bringen Sie die grafischen Benutzer. Ah, das heißt, wenn irgendwas nicht angezeigt wird, drücken wir F und alles wird angezeigt einfach. Alles, was in unserem HUD so drinsteckt. Gib mir dein Life. Oder dein Geld. Ist mir auch okay. Oder ist auch okay. Ist nicht, ist mir okay. Wie? Was ist das denn? Was ist das? Wollen wir uns da hin zappen irgendwie? Na, das ist alles noch ganz am Anfang. Wir haben noch überhaupt nichts. Wenn man mal hier guckt, so. Uns fehlen allein zwei Hauptwaffen und dann Erweiterungen und Fähigkeiten und was weiß ich alles. Die haben uns alle Macht, die wir hatten, genommen. Alle. Aber so schön. Wir sind... Hm. Nein, nicht springen. Jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Wenn ich so nah am Abgrund kämpfen. Das könnte mies enden, tatsächlich. Ja. Komm schon, schaffen das? Haha. Nice. Jump, jump. Der Würgeacker. Ah, sieht schon böse aus. Wir gucken gerade mal. Gibt es hier was zu holen? Nicht so wirklich. Sehen Sie zumindest. Ah, was ist das? Schaut mir den packen. Wie viel Blut da rauskommt. Okay. Hier ist Vulgrim. Offensichtlich. Die Vulgrim-Position. Ah. Eine neue Position wurde hinzugefügt. Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände haben wir schon kommen, die für mich besonders interessant sind. Ja. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Entschädigen klingt ein bisschen merkwürdig, weil, wir haben ja nichts dadurch... Ah, mal zwei. Das heißt, es gibt nicht eine festgelegte Anzahl an Artefakten, sondern es war nur unsere maximale... Artefakte tauschen? Der alte Sehr gut. Hat etwas Was gibt's denn hier? Dämonenschneide. Okay, das sind Skills. Was ist das hier? Todsense.
Gefallenen, ja. Mehr Seelen. Wir können uns jetzt natürlich eine Sense kaufen oder Todsense direkt. Boah, Tod. Den spielen wir im zweiten Teil. Den spielen wir direkt danach. Ja. Naja, wir kaufen uns als erstes mal, würde ich sagen, hier den Waffenmeister, oder? Das ist auch nicht schlecht. Aber wir holen uns erstmal das hier. So weise, mehr Schaden. Bist. Rage, Lebensessenz. Du verhandelst äußerst. Gut, das war's. Fürs Erste. Waffenerweiterung. Waffenerweiterung müssen der Waffenschmiede. Ach so. Was kommt jetzt? Schon. Ihr seid nur komische Knochen-Skelettmonster. Wir brauchen nicht mal mein Schwert, um die zu finishen. Der prügelt einfach auf die ein mit seiner Faust. Eine Zuhälter-Schelle und das war's. So, darf ich jetzt erstmal hier meinen Dingensmonster ausrüsten? Hier. Ebenfalls mit der ursprünglichen Macht. Ja. Wie können wir denn... Ah, nee. Okay, es sind doch die Maximalanzahl. Nur die zwei haben wir schon ab. Das... Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Es gibt ja aber trotzdem aktuell noch nichts, was man wirklich einsammeln könnte. Alle, beziehungsweise keine Kisten. Vielleicht irgendwelche Artefakte oder... Irgendein Zauberscheiß oder sowas. Gucken wir uns um. Schadet dir nichts. Hinten öffnet sich schon wieder irgendwas. Das sehe ich doch. Ich sehe alles. Was zur Hölle? Huch. Was war das jetzt? Einmal ein Standbild. Wir hatten gerade ein Standbild, allerdings. Warte mal. Aber doch, Aufnahme läuft noch. Ich habe gedacht, eventuell hat er das abgebrochen, aber. Er tut noch laufen. Ach, der lacht. Du bist eine miese Sau. Explodier! Ja! Nice! Huch! Viren und Bedrohungsschutz. Das juckt mich sowas von überhaupt nicht gerade. Ich will nur, dass ich von meinem Virenprogramm die Pro Super Edition hole oder sowas. Keine Ahnung. Ey. Nein, jetzt sind wir fest. Kein Glück gehabt. Ist die anders, weil die silbern ist? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gibt wahrscheinlich noch mehr Seelen. Ah, ganz ein paar gibt's. Bats. Nice. So. Wo sind wir? Was gibt's denn hier? Na? Sind das Wurzeln? So ein kleiner Baum macht doch nicht solche Wurzeln. Hm. Irgendetwas stimmt hier nicht.
Da bin ich wieder. Ganz kurz Unterbrechung. Ja, es ist... Worüber habe ich denn gerade geredet? Irgendwas wollte ich sagen, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr. Ja, da hatten wir alles abgesucht. Da ging es nur in die Tiefen. Was fliegt... Wollte gerade sagen. Elchen, was fliegt uns doch hinterher? So, das war Wulgrim da dran. Hier drin. Hier geht's runter. Ich sehe ein Artefakt und ein... Ach, Vogel, verdammt. Die Vögel geben live. Sehr viel live. Ah, guck mal, unser Schwert. Das leuchtet jetzt wieder so ein bisschen. Das ist sehr nett. Warum wusste ich, dass das passiert? Ich fall mir in so einem winzigen Kackraum. Weißt du? Oh, ja, aus Versehen eingesammelt. Komm schon. Na, wir... Oh, fuck. Naja, direkt wieder aufgefüllt. Was macht der? Ist Michael Jackson oder was? Michael Jackson würde hier super reinpassen. Wenn er denn noch leben würde, ja. Hätte alle diese creepy Lampen aufgehängt. Ganz ehrlich, dafür, dass es hier 100 Jahre her ist, sind hier relativ wenige Pflanzen und Zeug und alles. So, wir haben hier auch einen Kompass. Stimmt. Da latscht wieder so ein großes Vieh rum. Wir haben hier einen Michael Jackson. Come to me. Kann man eben so ein Auto in die Fresse werfen? Da. Live. Ich hab dich gesehen. Keine Angst. Wir brauchen zwar aktuell nicht kein Live, weil wir voll sind, aber sicher ist sicher. Ihr wisst, wie es ist. Huch. Nee, hier wollte ich hin. Hier latscht noch die Sphäre rum. Hä, hey, boah, Glück gehabt. Knappe Sache. Es gibt hier eine Kiste mit Leben. Das ist eine Falle. Komm, ich zeig dir mal, wie eine Falle aussieht. So, genau. So. Ich kann überhaupt nichts. Ab mit dir. Schon. Ich dachte, hier geht es vielleicht hoch, aber es war nur eine mickrige Falle. Naja. Ich verstehe. Was gibt's hier? Waren wir da schon? Sieht so aus. Da unten ist wieder so ein Trötending. Da drüben ist eine silberne Kiste. Aber hier geht's noch lang. Oder ist es einfach nur random? Ich dachte, das wäre so ein cooles Side-Ding irgendwie. Dass da vielleicht eine Kiste gibt oder ein Artefakt oder so. Aber nein. Warum auch? Warum auch? Ich muss mal kurz den Vorhang beiseite schippen. Oh Gott. Es ist so pervers warm. So. Was zum Glück kann ich das im Sitzen machen.
Gib mich die Seelen. Das ist so ein Steinbruder. Die Rolling Stones. Oder die Walking Stones in dem. Ich bin wegen des Zerstörers hier. Mein Bruder sprach von deiner Ankunft. Aber ein mächtiger Fluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren, für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Aber zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Ja. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Sie sind, glaube ich, auf der Karte schon. Wir gehen da gleich hin. Keine Sorge. Okay, hier können wir fliegen. Okay, das müssen wir nochmal üben. Ach, das ist wieder so ein Kack zum Draufschießen. Nee, da können wir noch nichts machen. Leider nicht. Hüp und hüp und hüp. Wollen wir mal sehen. Was ist das hier? Das sind diese Dinger, die wir zerstören müssen. Mhm. Ich verstehe. Die Agenten des Zerstörers. Fight! Oh, wie lustig! Oh, Schmuck. Hallo? Tempoprügler, besiegen Sie 40 Feinde in dem... wenn Sie sehen... Na dann, gib ihm! 3 Minuten. Ist dies sicherlich keine Herausforderung. Absolut nicht. Wenn mal genug da wären. Ich glaube nicht, dass es jetzt so schwer werden wird. Es kommen halt immer stärkere. Die Kleinen müssen wir trotzdem alle töten. Das wären Kills, die uns flöten gehen. Das ist 32, das ist die 33. Ja, und jetzt? Kommt mal schneller hier. Oh. Diese hässlichen Viecher, ich hasse sie. Ah, da kommt angerannt. Bleib weg. Greif ruhig deine eigenen Leute an. Das ist mir gleich. Das ist mir sowas von egal. Was ist denn mit dem los? Boah, der war gerade richtig geil. Das war der 40. Zack.
man da jetzt reinstechen, oder? Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Dann einmal das hier, bitte. Sehr nice. Das hier wird Zorn sein, schätze ich. Ja, das ist ein Portal. Erste Ding aktiviert. Oder deaktiviert. In dem Fall.